Hallo und herzlich willkommen beim Landgut Altenhof. Ja, und heute mit dabei ist der Topper und der Altbürgermeister Detlef. Hi. Ja, Detlef, ich werde da... pass auf, ich mache das jetzt einmal so, dass ich den Trecker da wegbringe und ausleihen gehe. Und dann werde ich schon hinter uns auf den Feld aufhängen. Ich glaube, das schaffst du allein nicht. Das war jetzt, da kommen uns nur ins Gehege. Oh Mann, das sind noch... Oh. Soll ich das schaffen? Das ist ja Wahnsinn noch. Echt? Na ja. Du hast doch Zeit. Nee, ich nicht. Muss Montag wieder auf Arbeit. Ja. Ja, bis Montag ist noch lang, heute ist es Samstag. Also. Das schaffst du schon. Hoffentlich. Ja, Freunde, und mit dieser Aufnahme möchte ich wieder sagen, wir sind ja um einen weniger, weil der Dr. X aufgehört hat. Aber jetzt nicht, weil er uns, wie soll ich sagen, weil er sich mit uns nicht mehr versteht oder hin und her und hast du nicht gesehen. Ich möchte das ganz kurz nochmal erwähnen. Dr. X bringt keinen Landwirtschaftssimulator mehr. Er hat zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, es ist immer Samstag um 20 Uhr Aufnahmezeit für uns. Und da hat er leider keine Zeit, weil er einen Livestream da machen möchte. Was ich ja vollkommen verstehe, der Doc muss auch schauen, dass er vorankommt. Auf Hitbox bzw. Auf Twitch. Es kommt immer darauf an, weil es auf beide Kanäle tut, ab und zu einmal live streamen. Und somit überschneidet sich das natürlich. Und wie gesagt, er muss da auch weiterkommen. Er muss auch schauen, dass er Abonnenten kriegt. Und das verstehe ich voll und ganz. Und da bin ich ihm auch überhaupt nicht böse. Vielleicht ist er hin und wieder mal dabei. Schauen wir mal. Ja. Wird sich sicher irgendwann mal Zeit finden. Ja. Du, es wird vielleicht irgendwann einmal sein, dass wir Sonntag aufnehmen, wenn wir Samstag nicht dazugekommen sind. Wenn wir ja doch jetzt dann, das habt ihr schon im ersten Part gehört, einige Projekte da ins Haus stehen, was wir ganz gern zocken möchten. Und da schauen wir mal, wie sich das alles ergibt und wie wir da zeitlich da zusammenkommen. Weil ihr müsst euch das so verstehen, wir sind ja doch in Landgut Altenhof, sind wir teilweise, also wenn alle da wären, ja. Warte mal, jetzt muss ich einmal rechnen, das sind 7., 8., sind wir 9 Leute und also 9 Personen, die was da mitspielen und es ist dann irrsinnig schwer, immer die an jeden es zurecht machen, was sie Uhrzeit mal aufnehmen wird. Das geht nicht. Ja. Mhm. Und jetzt überhaupt, wo die Grippewelle ist, auch in Darcy hat es leider erwischt. Den hat es gleich zweimal erwischt, der hatte schon mal Grippe. Dann ist er, glaube ich, 5 oder 6 Tage arbeiten gegangen und jetzt liegt er schon wieder mit Fieber auf diesem Wege da. Also wenn du das wieder siehst, gute Besserung und halt die Ohren, Steff, mein Freund. Kurier dich einmal so richtig aus und nicht wieder erst so zur Hälfte, wenn die Grippe erst zur Hälfte abgeklungen ist. Lass dich einmal komplett auskurieren und dann, ne, da kannst du wieder Gas geben. Ja, das war das. Und was ich noch im ersten Part gesagt habe, was war denn das noch, Topper? Ein Cliffhanger habe ich da eingebaut, gell? Mhm. Da bin ich vor. Irgendwas würdest du uns sagen? Ja, aber was war denn das? Scheißen. Ja, eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Und irgendwas würdest du uns... Ich weiß aber jetzt wirklich nicht mehr. Gibt's das? Immer wieder dieses Alzheimer. Ja, aber jetzt ehrlich, ich meine, irgendwas... Was wollte ich das sagen, Fuchslader? Ja, irgendwas würdest du uns mitteilen. Ich weiß aber nicht was. Ich auch nicht. Detlef, weißt du das? Nein, er hat ja nicht gesagt, was er sagen wollte. Ja, das ist eine, er hat darum wie gesagt, das ist ein Cliffhanger. Aber, Scheiße, wie kann man nur so dämlich sein? Na, glaubst du, mir fällt das jetzt wieder ein? Aber tut mir leid, Freunde, ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht fällt es mir noch ein, während diesem Part. Wir haben ja noch 11 Minuten, schauen wir mal, ob mir das noch einfällt. Das ist aber jetzt wirklich jetzt faszinierend, oder? Was wollte ich da sagen? Wir haben die Spiele gesagt, was wir vorhaben. Ja. Wir haben gesagt, dass wir 70s to Die auf Hitbox bringen. Was war das? Ja, jetzt weiß ich's. Und zwar, wegen dem Gewinnspiel. Jetzt kommt's. Und zwar, ich werde es ja, wie gesagt, auswerten. Kommt natürlich erst durch das, dass wir Samstag aufnehmen für eine Woche. Kommt der Abonnent, was da gewinnen wird, dann keine Ahnung, was das jetzt für Datum ist,
auf alle Fälle nächste Woche Samstag noch nicht dazu, in unserem Projekt mitzumachen, sondern eine Woche dann drauf, das heißt in 14 Tagen wird es dann sein. Warum? Weil ich auch noch Zeit brauchen tue, dass ich das auswerten tue, etc. etc. Und wie gesagt, heute ist Samstag, wo wir aufnehmen. Die Videos mit den Rätseln läuft ja bis Sonntag. Und somit wäre das natürlich jetzt doof, wenn ich jetzt die Auswertung jetzt nehmen würde, was Samstag ist. Und ja, aber ich könnte das ja eigentlich anders da machen, Topper, gell? Ich kann da Infovideo bringen. Video? Naja, wir könnten das so machen, wenn jetzt da das Rätsel erraten wurde von 10 Personen oder was, mache ich ein Infovideo, wo dann derjenige bekannt gegeben wird. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre aber auch keine gute Idee, kannst oder? Kannst du aber auch erst dann machen, wenn sie es an dem Zeitpunkt. Also die Videos kommen ja später, wie du es sagst, ne? Naja, das Video, was wir jetzt aufnehmen, kommt am Mittwoch, nächste Woche. Ne? Ja. Also könnte ich ja ein Infovideo zum Beispiel am Donnerstag rausgeben, dass ihm der XY gewonnen hat. Ne? Weil wenn da jetzt 10 Leute sind, das kommt ja bei mir in so einen, ja, so einen, cool. so einen Dings, da wird der Name quasi, also das kommt rein in so quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie eine große Kiste. Ja, und dann wird ein Name gezogen und zack, und der ist dann. Und ja, vielleicht schaffe ich das bis Donnerstag, dass ich da die Auswertung machen tue. Dann gibt es dann noch, dann hat man da so ein bisschen so eine kleine Vorbereitungszeit. Ja, das ist eine gute Idee, das glaube ich, könnte ich machen. Das schaffe ich. Oh, du machst das schon. Ja, ich schaffe das immer. Irgendwie schaffe ich das auch. Wird schon schief gehen. Irgendwie schaffe ich das meistens, ja. Ja, aber das, was mich persönlich freut, wie gesagt, heute ist Samstag, ein Tag gibt es ja noch das Rätselvideo. Am Sonntag kommt dann die letzte Folge von den Rätsel. Also die Teilnahme ist schon unglaublich. Also das gefreut mich irrsinnig. Ich habe jetzt, glaube ich, momentan 10, 12, 16 Leute, die was da mitspielen und mitraten und so weiter. Ich habe sehr viele falsche Passwörter schon bekommen. Leider. Aber wie gesagt, das rennt ja nur ein bisschen, das Rätsel. Und ich glaube, das ist nicht so schwer. Also denke ich mal. Eigentlich. Das ist eigentlich. Mit ein bisschen müsste das eigentlich gehen. Und ich habe auch von einem ganz netten Abonnenten geschrieben bekommen, warum nur ein einziger mitspielen darf. Es ist leicht erklärt, ja. Wenn ich Landgut Altenhof aufnehme, jetzt mit Detlef und mit dem Topper, ja, ist es bei mir meistens auch so, ich konzentriere mich 10% auf das Spiel und 90% auf die Leute, die was da mitspielen. Ja? Und wenn ich jetzt da einen dazu nehme, ja, den was wir nicht kennen, also einen Abonnenten von mir, ja, dazu nehmen und wir kennen ihn nicht, dann möchte ich mich natürlich auf diesen Zuschauer auch konzentrieren können, ja, damit er auch was zu sagen hat. Weil es bringt ja nichts, wenn es die ganze Zeit nur mir reden hört, ja, und der Abonnent sagt nur Hallo und auf Wiederschauen. Ja. Das ist nicht Sinn und Zweck dieses Unternehmens, was ich da eigentlich vorhabe, sondern der soll auch seine Chance haben, dass er wirklich in die 6 Videos, was er da mit uns aufnimmt, oder beziehungsweise in 1,5 Stunden, was wir aufnehmen, dann da wirklich zu Wort kommen tut und da ein bisschen mit uns quatschen kann, Fragen stellen kann. Egal am Detlef, am Top oder an meine Wenigkeit, was wir sehr gerne natürlich beantworten. Und die Chance möchte ich ihm geben, wenn du jetzt 2 Abonnenten dabei hast, ja, dann wird die Sache schon ein bisschen schwieriger. Ja, weil irgendeiner, der bleibt dann meistens auf der Strecke, weil man sagt sich dann, okay, man kann ja das so machen, okay, 3 Folgen hat jetzt der das Wort und 3 Folgen hat der das Wort, ja, zugegeben könnte man machen, ja. Aber dann ist er eigentlich, sag ich, 3/4 Stunde mit dabei und das sagt dann überhaupt nichts mehr, einer von den 2. Und das möchte ich nicht, ja, sondern ich möchte mich da wirklich 6 Folgen lang auf meinen Abonnenten oder der, was da mit uns mitzocken tut, konzentrieren können, mit dem Spaß haben und, oder beziehungsweise wir wollen mit ihm Spaß haben und er hat dann hoffentlich auch Spaß gehabt bei den Ganzen, weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass das YouTuber, 2, 3, 4 Abonnenten mit einladen und meistens ist es dann chaosmäßig. Ja.
der Doppel redet da auch, glaube ich, aus Erfahrung. Ja. Meine. Wir wollen mit ihm Spaß haben. Das klingt irgendwie verfärbt. Ja, nee, nicht so Spaß haben, wie es jetzt du glaubst, Edith, ja, sondern Spaß im Spiel haben. Spaß im Spiel natürlich haben. Ne? Das heißt, ja. Er soll da jetzt nicht draufkommen und sie denken, ich komme da eh nicht zum Reden oder so. Ne? Sondern er soll sich schon mitteilen. Ja, und Spaß mit ihm haben kann ja auch heißen, wir wollen ihn verarschen, wir wollen ihn lächerlich machen. Oder? Nein, das auf keinen Fall. Nee, also das haben wir eigentlich noch nie gemacht, dass wir irgendwen verarscht haben. Außer uns selber jetzt einmal, ja. Nee, Freunde. Dann machen wir das auch Spaß für uns. Richtig, also das dürft ihr nicht falsch verstehen. Mit Spaß haben meine ich, wir verarschen den Abonnenten natürlich nicht oder mobben ihn auch nicht, sondern Spaß haben in dem Spiel. Ja, das soll mit uns Spaß haben und wenn irgendwas der Detlef Amis sagen wird, was lustig ist, kann er sich, wenn er so mutig ist, und viele sind ja das leider Gottes nicht, aber wenn er so mutig ist, kann er da natürlich mit einhaken und natürlich auch den ein oder anderen Witz bringen. Und wir sind da absolut nicht böse, weil es ist ja nichts ernst gemeint bei uns. Ja? Also nicht nur Witz, er kann uns einmal hochnehmen, wenn es eben gerade die Situation erlaubt. Richtig, genau. Also wir sind da, wir sind da flexibel. Genau, wir sind da ziemlich gefestigt, wir vertragen schon ein bisschen was. Also da haben wir eigentlich wenig Probleme. Wie gesagt, es sollte natürlich nicht unter die Gürtellinie gehen, das ist dann eher nicht so gut. Aber ja. Wie gesagt, so ist das eigentlich mit Spaß haben gemeint. Spaß beim Spielen und Spaß beim Quatschen und ja, dann schauen wir mal, was es da ergibt. Hätte ich mal so gesagt. Jetzt weiß ich, was der Cliffhanger war. Wir haben wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme, nicht bei dieser Aufnahme, sondern bei der nächsten Aufnahme, haben wir einen neuen Landgut-Mitarbeiter dabei. So nenne ich das jetzt einmal. Und der wird jetzt einmal bei 6 Folgen dabei sein. Den habe ich kennengelernt bei Hitbox, hat schon das ein oder andere Mal da mit uns mitgezockt. Ist eigentlich ein ganz netter und ich glaube, der passt zu unserer Truppe ganz gut dazu. Warum mache ich das? Warum nehme ich jetzt wieder Leute dazu? Ist eigentlich leicht erklärt. Wie ihr merkt, wir werden immer weniger. Aus dem Grund, aus was für ein Grund eigentlich? Ja, weil das Zocken Landwirtschaftssimulator einfach keinen Spaß mehr macht. Muss man einfach so sagen, ja. Und man spielt immer nur das auf das, was man Bock hat. Das heißt, auf das, was ich Bock habe, spiele ich. Wenn ich sage, na, Landwirtschaft interessiert mich nicht mehr, wird auch auf meinen Kanal sicher kein Landwirtschaftssimulator mehr kommen. Das ist einfach so, weil ich keine Lust mehr drauf habe, ja. Mir macht es nach wie vor Spaß. In Detlef und Topper macht es auch Spaß, sonst hätten sie nicht mitspielen. Und solange wir Spaß haben, wenn wir das zocken, aber es gibt halt gewisse Leute, die sagen, nee, ich hab einfach keine Lust mehr auf das Ganze und darum möchte ich da aus dem Projekt aussteigen, ja. Das war mir immer klar, dass das jederzeit passieren kann, wenn man mit so vielen Leuten spielt, ja. Das ist ganz normal. Wir haben eigentlich vorgehabt, wir drei, dass das, ja, schauen wir mal, ein Langzeitprojekt ist eigentlich geplant gewesen, aber wie lange wir das dann wirklich spielen, das wird die Zukunft zeigen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir nehmen wieder wem dazu. Der Plüsch ist ja nach wie vor dabei. Wie gesagt, der kann jetzt nicht bei dieser Aufnahme dabei sein, bei den 6 Folgen, weil er eben bei der Geburtstagsparty ist. Der bleibt uns auch treu erhalten. Und nächste Woche, wie gesagt, kommt ein neuer dazu. Der ist recht lustig. Der passt da ganz gut rein. Unser Altbürgermeister wird auch Spaß mit dem haben. Du meinst aber nicht, der hier die Tiere wildert. Nee, nicht der. Nein. Das sage ich da jetzt dann, wenn wir da die kurze Aufnahme präkommen, dann sage ich dir das. Wer das ist. Und ja, da möchte ich noch ganz kurz erwähnen, Freunde, wie gesagt, ich bin schon ein paar Mal angeschrieben worden wegen einem Community-Server und hin und her. Es wird einen Community-Server geben. Das ist schon in Arbeit, ja. Ich hoffe, dass ich den mit Anfang März starten kann. Versprechen möchte ich da aber nichts. Ich möchte mich da jetzt bitte nicht festlegen, ja. Der Top und ich, wir sind da schon am Werken und der Detlef, ja, wir drei, wir sind da schon fest am Machen und Testen und Tun. Und das Einzige, was ich hundertprozentig sagen kann, der Community-Server wird auf der Pentico laufen. Wer die Karte noch nicht kennt, einfach auf Modhoster gehen, runterladen oder wenn ihr es nicht unbedingt spielen wollt, es gibt glaube ich schon, Topper gibt schon Videos drauf, Modhoster für die Pentico, ja, gell? Ich glaube ja. Einfach einmal die Videos ausschauen, dann seht ihr, wie die Karte ausschaut. Ist eigentlich so ein bisschen so in der Ost-Ost-Deutschland gehalten, also so DDR-Gegend.
ja, eigentlich zur DDR-Zeit, ist das richtig, Papa? Ja, ja, der, ne? Hof ist ein, kann man sagen, alter LPG-Hof oder ein ziemlich großer LPG-Hof, was alles noch ein bisschen auf alt getrimmt ist. Also man darf sich nicht jetzt erwarten, da irgendwelche mega neuen, hochmodernen Hallen und sowas alles. Nee, das ist alles so ein bisschen mehr auf alt getrimmt, bisschen was so kurz nach der Wende, würde ich mal sagen. Ja, für die Leute, die die DDR nicht mehr kennen, ist es vielleicht ganz interessant, wie das früher mal aussah. Ja. Genau, richtig. Also ich habe da, wie gesagt, ich tue ja Livestreamen auch noch nebenbei. Detlef und Doppel werden das bestätigen können. Ein ganz netter Zuschauer, was bei meinem Livestream dazuschaut. Der hat auf Google Earth reingeschaut, ja, und der hat gesagt, das ist wirklich fast eins zu eins übernommen worden. Ich meine, nicht alles, klar, das funktioniert nicht, das wirst du in LS nicht unterbringen, weil da war die Karte wahrscheinlich 500 mal so groß, ja. Ja. Aber zumindest dieses Stück, ja, und das hat er wirklich eins zu eins umgesetzt, der Modder. Schaut wirklich total grenzgenial aus, gefällt mir irrsinnig gute Karte, nur für Let's Play, meiner Meinung nach, wie gesagt, ungeeignet, weil einfach die Felder riesig sind, ja. Es ist ja nicht so, dass wir mit die kleinen Maschinen da anfangen, um Himmels Willen, das machen wir nicht. Also, wir wären da so, ja, mittelmäßig, hätte ich gesagt, topper, ne? Ja. Mit der goldenen Mitte werden wir auf dem Community-Server anfangen und dann uns quasi halt bis zu den ganz großen Maschinen da hocharbeiten. Und, ja, schauen wir mal, wie viel Spaß euch das macht. Wir haben auf alle Fälle jede Menge Spaß, wenn wir so Feedback spielen. Muss ich ehrlich sagen. Und, ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, der Manikus und Freunde sagen ciao, ciao. Tschüss.